Heute beim elektrischen Reporter Verschwörungstheorien. Elektrischer Reporter. Ich habe sie erwartet. Sie verbreiten sich im Netz so schnell wie Katzenvideos. Über kurz oder lang schwappen sie in jedes Kommentarfeld oder Diskussionsforum und ihre Anhänger sind bisweilen von jeglicher Rationalität befreit. Die Rede ist von Verschwörungstheorien und zu eben diesen haben wir Ihnen heute eine monothematische Sendung mitgebracht. Über Menschen, die glauben, dass unsere Erde innen hohl ist und dass diese Hohlwelt über Löcher an Nord- und Südpol betreten werden kann, kann Rolf Kepler nur lachen. Und natürlich wartet im Erdinneren auch nicht Adolf Hitler mit seinen Getreuen auf den optimalen Zeitpunkt für sein Comeback. Für solchen ESO-Quatsch hat der Privatgelehrte und Nachhilfelehrer für Mathe und Physik keine Zeit. Er glaubt hingegen, nein, er weiß, dass nur die Hohlwelttheorie des amerikanischen Sektengründers Cyrus Reed Teed stimmen kann. Denn Gott persönlich hat Teed diese Erkenntnis zugeflüstert. Nach einem Stromschlag. Nach dieser Theorie leben wir nicht etwa auf der Außenseite einer Vollkugel, sondern vielmehr auf der Innenseite einer Hohlkugel. Wenn wir oft in der Vollkugelerde graben, da kommen wir irgendwann in Australien raus. Und wenn wir in der Hohlkugelerde graben, dann kommen wir meiner Sicht nach in einem anderen Hohlkugelerdsystem heraus. Ich glaube, dass das Weltall so aufgebaut ist, dass wie ein Wabensystem, dass Hohlkugel an Hohlkugelerde angeschlossen ist. Um diese Minderheitenmeinung populärer zu machen, setzt Rolf Kepler auf das Internet und auf seine selbst gebastelte Homepage. Er gehört zu den Onlinern, die das Internet für ihren ganz eigenen Kampf gegen Wissenschaft, Naturgesetze und gegen hunderte Jahre Aufklärung benutzen. Denn die Wahrheit über unser Weltbild, davon ist Rolf Kepler überzeugt, wird von denen da oben bewusst unterdrückt, geheim gehalten und als Verschwörungstheorie lächerlich gemacht. Entsprechend wenig gibt er deshalb auf Einwände gegen die Hohlwelttheorie von Mainstream-Wissenschaftlern wie Astrophysiker Uwe Lemmer. Grundsätzlich haben wir ja relativ konkrete Ideen über den Aufbau der Erde, weil Erdbebenwellen durch den Erdkörper gehen, verschiedene Arten, sodass man also feststellen kann, der Erdkörper hat einen Kern, der in zwei Bereichen aufgespalten ist, im festen und im flüssigen. Es gibt den Erdmantel und die Erdkruste. Das alles ist mit der normalen Physik, indem man seismische Wellen analysiert, eben sehr gut belegbar. Da hat natürlich die Hohlwelttheorie ein großes Problem, weil da kann ja kein Kern nach außen hin mehr da sein. Die Hohlwelt ist keine Erfindung des Internetzeitalters. Und auch Verschwörungstheorien gab es schon zu analogen Zeiten. Aber erst mit den Möglichkeiten des Netzes kann jede noch so absonderliche These bequem von zu Hause auf die ganze Menschheit losgelassen werden. Wie einfach man eine sich viral verbreitende Verschwörungstheorie in die Welt setzen kann, das hat der Informatiker Achim Held erlebt. Anno 1993 postete er in eine Diskussionsgruppe die Theorie, Bielefeld gäbe es in Wirklichkeit gar nicht. Eine Verschwörung von Geheimdiensten, von Außerirdischen und vom Mossad habe die vermeintlich größte Stadt Ostwestfalens in Wirklichkeit erfunden. Die Bielefeld-Verschwörung sollte eine Persiflage auf typische Verschwörungstheorien sein. Doch dann klingelt jemand bei Achim Held an der Tür. Also es stand hier mal jemand vor der Tür. Er wollte sich gern mit mir unterhalten. Er erzählte halt, er sei auch einer großen Verschwörung auf der Spur und seine Ärztin würde auch im Auftrag der Regierung irgendwie geheime Experimente mit ihm machen. Das klang schon alles nicht sehr vertrauenserweckend. Ich habe ihn lieber nicht in meine Wohnung gelassen. Die Bielefeld-Verschwörung hat längst ein Eigenleben entwickelt. Und so kann Achim Held nichts dagegen machen, wenn so mancher Ufologe oder Nazi-Mythologe seine als Satire gedachte Geschichte in ein paranoides Weltbild einbaut. Genau das ist es, was Alexa Waschkau aus Hamburg an den Verschwörungstheorien im Internet so fasziniert. Wieso glauben Menschen solchen augenscheinlichen Unsinn? Gemeinsam mit ihrem Mann veröffentlicht sie deshalb einmal pro Woche Hoaxilla, den skeptischen Podcast. Dort beschäftigen sie sich kritisch mit Reichsflugscheibe, Präastronautik, der gefälschten Mondlandung und Kryptozoologie.
Und auch Alexa Waschkau hat die Erfahrung gemacht, dass ein echter Verschwörungstheoretiker keinen Spaß versteht. Was uns immer wieder vorgeworfen wird, ist, dass wir wahlweise von der jüdischen Weltverschwörung, von der CIA, NSA oder der Pharma-Lobby finanziert werden. Das heißt, wir gehören zu denen, zum Feindbild, das man dann irgendwie angehen muss. Das ist ein häufiger Vorwurf. Was auffällt, ist, dass bei den Verschwörungstheoretikern das Aggressionspotenzial, wenn man so das Feedback sich anschaut, recht hoch ist. Da wird der Ton dann sehr schnell sehr unsachlich und sehr persönlich. Einschüchtern lässt Alexa Waschkau sich nicht. Zu wichtig ist es ihr, sich gegen Aberglauben, Esoterik und Verschwörungsparanoia einzusetzen. Denn deren Vertreter drängen vom Rand der Gesellschaft immer mehr in die Mitte. Verschwörungstheorien sind das ziemliche Gegenteil von Wissenschaft und Forschung. Und trotzdem, oder genau deswegen, beschäftigen sich auch Wissenschaftler mit diesem Feld. Und um einen eben solchen geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, ich bin Sebastian Bartoschek, ich bin Psychologe und beschäftige mich mit Verschwörungstheorien. Zu meiner Abi-Zeit war es so, dass ich ganz viele Romane von Robert Anton Wilson gelesen habe, die Illuminatus-Trilogie. Da geht es ganz viel um die Illuminaten und die Symbole, die Wilson da beschrieb, sah ich dann auch überall im Alltag und wollte dann auch mal wissen, was ist da eigentlich wirklich dran. Es gibt immer wieder so die Behauptung, dass Showgrößen wie Rihanna oder Lady Gaga irgendwie mit den Illuminaten verbunden sein sollen. Als Beleg werden dann so in den Videos Pyramiden, Dreiecke oder die Zahl 23 aufgezeigt. Das ist insofern relativ widersinnig, weil die einzig belegte Symbolik der Illuminaten war die Eule von Minerva. Und all diese 23 Sachen geht zurück auf den fiktionalen Autor Robert Anton Wilson. Und ein anderer Teil der zugeschriebenen Symbolik ist in Wirklichkeit Freimaurer oder wäre Freimaurersymbolik, weil da sehr viel mit Zeichen gearbeitet wird. Also Verschwörungstheorien haben den Sinn, komplexe Sachen einfach darzustellen und sie verknüpfen zufällige Ereignisse sinnhaft miteinander. Zum Beispiel 1776 wurden in Europa die Illuminaten gegründet. Auf der anderen Seite des Ozeans die USA. Und Verschwörungsgläubige setzen das dann in einen sinnhaften Zusammenhang. Hier wurden die Illuminaten gegründet und die haben dann wenige Monate später die Gründung der USA mitbetrieben. Die Illuminaten wurden gegründet von Adam Weishaupt. Adam Weishaupt hatte das Ziel, einen Bund ins Leben zu rufen, der vor allem antikirchliche Gedanken, freiheitliche Gedanken verbreitete und ist dabei auf die Idee gekommen, die Form zu nehmen eines anderen bekannten Geheimbundes seiner Zeit, nämlich der Freimaurer, und hat dann auch ganz gezielt bei den Freimaurern Mitglieder abgeworben, weil die Freimaurer damals als Organisation in der Krise waren. Während die Freimaurer tatsächlich existieren, gibt es die Illuminaten nur noch in der Popkultur, sprich in Musikvideos, Filmen oder Videospielen. Der Rechtsanwalt Dominik Storr ist Aktivist und Sprecher der Infoseite saubererhimmel.de. Sein Gegner: Chemtrails. So nennen er und seine Mitstreiter Flugzeugspuren am Himmel, die von uns naiven Zeitgenossen Kondensstreifen genannt werden. Dominik Storr glaubt, dass diese künstlichen Wolken nicht etwa Wasserdampf und Eiskristalle aus den Triebwerken der Flugzeuge sind, sondern vielmehr absichtlich in die Atmosphäre ausgebrachte Metallverbindungen. Mit Aluminium- und bariumhaltigen Chemikalien würde so das Klima manipuliert und ein künstlicher Schutzschild gegen die zunehmende Sonneneinstrahlung erzeugt. Der Chemtrails-Glaube ist eine der aktuell erfolgreichsten Verschwörungstheorien im Netz. Und wie bei den meisten anderen Verschwörungstheorien sind auch hier bösartige Mächte am Werk. Ich denke halt, dass das ein großes Netzwerk ist mit vielen reichen, einflussreichen
Syndikaten, die eben aus Familienstrukturen entsprungen sind, wie die De Beers zum Beispiel aus den Niederlanden oder die Rockefellers aus den USA. Und diese Syndikate haben unglaubliche Macht. Die haben vor allem auch das Kapital und haben eben den politischen Einfluss, um genau solche Maßnahmen ohne Zustimmung der Nation und ohne Zustimmung der Parlamente durchzuführen. Niemand, nicht mal Dominik Stohr, weiß, wer genau da angeblich sprüht. Und genau das scheint ein Riesenvorteil bei der Verbreitung der Theorie von der Chemieverpestung der Luft zu sein. Denn so lassen sich die Chemtrails einfach in fast jedes individuelle Verschwörungsweltbild einpassen. Chemtrails sind so etwas wie die Universaltheorie, auf die sich fast die gesamte Verschwörungscommunity einigen kann. Da bildet auch der Reichsbürger Peter Frühwald aus Leipzig keine Ausnahme. Er ist der Meinung, dass die Bundesrepublik Deutschland kein unabhängiger Staat ist, sondern nur eine GmbH der Siegermächte, gegründet, um uns alle nach Strich und Faden auszunehmen. Und was machen die alliierten Besatzer mit unserem schönen Deutschland? Vollsprühen natürlich, für ein geheimes Militärprojekt. Also die ganzen Dinge können hier nur stattfinden, weil wir nicht souverän sind. Also Chemtrails beispielsweise werden gebraucht für ein amerikanisches Militärprojekt, für das HAARP-Projekt. Das Ganze basiert auf elektromagnetischen Feldern, auf der Basis, die der Forscher Tesla bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erforscht hat. Und die Zusammenhänge sind natürlich völlig klar. Mit einem Bundestag und einer Bundesregierung, die so etwas zulässt, will Peter Frühwald nichts zu tun haben. Also hat er kurzerhand seine Staatsbürgerschaft gekündigt und sich unter Selbstverwaltung gestellt. Per Fax beim amerikanischen Botschafter in Berlin. Er ist jetzt Bürger des Deutschen Reichs. Zumindest ist er fest davon überzeugt. Ich zahle keine Rundfunkgebühren, ich zahle auch keine Steuern, ausgenommen die Umsatzsteuer im Moment, weil ich nicht mit jeder Dame bei Lidl oder Aldi diskutieren kann. Herr Schäuble hat sich leider bislang nicht gemeldet. Wir haben ihn schon zweimal angeschrieben. Er hat so gut wie nicht reagiert. Und seine Chefs, die hier in den Unterfirmen tätig sind, also beim Finanzamt Leipzig 1 und 2 hier, die sind in Deckung. Die wollen mit mir nicht reden. Außer von Chemtrails und von der Verschwörung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs hat uns Peter Frühwald auch erzählt, dass wir alle mit Fluorid in Zahncremes vergiftet werden, dass AIDS eine Erfindung der Pharmaindustrie ist und dass Impfungen lediglich ein Werkzeug diverser Verschwörer sind auf ihrem Weg zur Weltherrschaft. Der Kulturwissenschaftler und Verschwörungsexperte Michael Butter wundert sich nicht über solcherlei Verschwörungseintöpfe. Verschwörungstheoretiker können eigentlich nie aufhören. Wenn man, glaube ich, einmal die Prämissen hinter dem verschwörungstheoretischen Denken akzeptiert hat, alles ist miteinander verbunden, nichts ist, wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall, dann glaubt man halt auch nicht nur eine Verschwörungstheorie, sondern dann glaubt man oft gleich mehrere und neigt dazu, die alle miteinander zu verbinden. Niemand hört es gern, Verschwörungstheoretiker genannt zu werden, auch Dominik Stohr nicht. Aber natürlich hat auch er neben Chemtrails etliche andere Weltverschwörungen ausfindig gemacht. Und ganz am Ende, da ist er sich ganz sicher, da stehen Polsprung und Armageddon. Und wenn das soweit ist, dann kann er sich hinstellen und sagen, ich hab's ja schon immer gewusst. Ja, ich bin fürs Schlimmste, weil für mich ist das Schlimmste nicht schlimm, für sie ist es schlimm. Weil die können dann ihre Flughäfen nicht mehr betreiben, ihre Satellitensysteme nicht mehr, ihre Wall Street und Las Vegas funktioniert auch nicht mehr. Also ich freue mich auf den Polsprung. Wunderbar, lass mal kommen. Hier können wir nicht mehr stehen. Viele Verschwörungstheoretiker verhalten sich wie religiöse Fanatiker. Gegenmeinungen lassen sie ebenso wenig gelten wie wissenschaftliche Belege oder auch nur Plausibilität. Und so wie christliche Fundamentalisten auf das Armageddon warten, so läuft letztlich auch für die meisten Verschwörungstheoretiker alles auf eines hinaus, auf den Untergang. Gott ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Adam Green. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.